Der hydraulische Drehmomentschrauber FSX ist vielseitig einsetzbar und besonders vorteilhaft in engen und schwer zugänglichen Umgebungen. Sein Drehmomentbereich reicht bis 45.000 Newtonmetern. Der FSX ist durch seine flache Bauweise ohne überstehende Teile außerordentlich kompakt. Er besteht aus einer Kombination aus dem Antrieb SX und dem Ratschenkopf HSX. Die möglichen Kombinationen lassen sich den technischen Daten entnehmen. Antrieb und Ratschenkopf lassen sich mit wenigen Handgriffen voneinander trennen und wieder verbinden. Die Wechseleinsätze sind mit unterschiedlichen Schlüsselweiten erhältlich. Sie sind mit einem Sägering gesichert und lassen sich schnell und einfach austauschen. Die Zange gehört zum Lieferumfang. Die jeweiligen Größen sind ebenfalls in den technischen Daten aufgeführt. Der Hydraulikanschluss ist 360 Grad drehbar. Optional ist auch ein dreh- und schwenkbarer Zweiachsen-Schlauchanschluss erhältlich. Falls erforderlich, gewährleistet die Standardabstützung eine sichere Handhabung. Sie lässt sich einfach montieren und wird mit einem Sägering gesichert. Die Abstützung nimmt die Reaktionskräfte auf. Sollen mit einem Wechseleinsatz unterschiedliche Schlüsselweiten verschraubt werden, kann ein Sechskant-Reduziereinsatz verwendet werden. Dieser wird in die Wechselbuchse eingesteckt und mit einem Sägering gesichert. Eine andere Erweiterung ist die In-Out-Nuss. Sie wird ebenfalls in die Wechselbuchse eingesteckt und mit einem Sägering gesichert. Die In-Out-Nuss wird unter anderem bei versenkten Schraubverbindungen verwendet. Sind die Abstände der Schraubverbindungen zu eng für den HSX-Ratschenkopf, wird ebenfalls die In-Out-Nuss in Kombination mit der Standardabstützung benutzt. Ein verstellbarer Handgriff gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Der FSX ist auch mit festen Schlüsselweiten erhältlich. Kleine Baugrößen gibt es auch als Einschlauchvariante. Die ANSI-Variante ist für Flansche der ANSI-Norm angepasst. Aus der Leistungstabelle ist zuerst der notwendige Druck für das benötigte Drehmoment zu ermitteln. Am Hydraulikaggregat wird dieser eingestellt. In unserem Beispiel sind das 270 Bar für ein Drehmoment von 1900 Newtonmetern. Der FSX kann mit manuellen sowie automatischen Hydraulikaggregaten betrieben werden. Wir zeigen den Schraubvorgang mit dem vollautomatischen Hydraulikaggregat IQ VRX. Der Drehmomentschrauber wird in Position gebracht. Bei dieser engen Schraubsituation werden die Vorteile des schmalen und handlichen FSX deutlich. Die Abstützung muss einwandfrei anliegen. Zum Starten des automatischen Schraubvorgangs bei eingeschaltetem Aggregat die Taste Automatik drücken und halten. Der Schraubvorgang schreitet kontinuierlich fort, bis der eingestellte Druck und somit das Drehmoment erreicht ist. Die Signalleuchte schaltet auf Dauerlicht um. Der Schraubvorgang ist abgeschlossen.